Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt auf jeden Fall gefahren Let's Play Deponia Doomsday begrüßen. In der letzten Folge sind wir hier auf Elysium stehen geblieben und ich weiß, wie es weitergeht. Wir brauchen ja für den guten Mann hier mit dem meisten Feuerlöscher. Und wir können den jetzt tatsächlich dadurch bekommen, dass wir mit McChronicle nochmal reden. Verdammt, ich komme nicht ran. Lieber McChronicle. Oh, McChronicle. Könntest du mir bitte einen Feuerlöscher geben? Da ist ein Feuerlöscher in dem Staub. Wäre voll nett. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Ich glaube nicht, dass... Ja gut, das können wir auch mal probieren. Und hier ist übrigens noch eine Pampergang gewesen. Gut. Das war alles, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Und ja... Der wollte, aber der Feuerlöscher sieht echt komisch aus. Was hat's mit dem auf sich? Ein Feuerlöscher. Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Weißführung abgeschlossen. Irgendwie, mir gefällt das nicht, Rufus. Ich glaube, wir sollten das nicht tun, aber... Uns bleibt ja keine Wahl. Rettung ist nah! Okay. Ach, dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. Aber war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Ja, Mensch. Weg mit dem Dreck. Und jetzt? Ah. Ja gut, so geht's auch, ne? Aua, was tun Sie? Also, nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Das war auch eine gute Idee. Teil. Verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein Erfolg. Wahnsinn. Erfolg. Akzeptieren Sie das oder lecken Sie mich? Ganz schön wackelig hier. Da schon mal nicht. Mhm. Oh je. Eine Lücke. So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Das ist irgendwie wahr, ne? Was hat er vor? Ach, er will das... Oh je. Was genau ich befreie haben sie, vor? Sie. Hören Sie... Befreien, natürlich. Genau. Indem Sie den Balkon abbrechen. Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen... Das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Wir schaffen das. Du musst nur an die Macht des Rufus. Oh, verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Komm. Zweiter Versuch. You can do this. Believe in yourself. Ich schaff's noch. Okay. Sind Sie sicher, dass... Ruhe. Ich sagte, ich schaff das. Wir schaffen das. Glaube an dich. Come on. Du. It. Beweg dich endlich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Dranhängen! Come on. You can do this. Warum kann ich nichts machen? Ach so! Ich hab das gerade gar nicht gesehen, da oben links. Oh! Tja, ganz so war's nicht geplant. Hallo? Goal! Was Idiot war das? Na, warte. Das ist Goal! Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Die Vision? Kennt mich? Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Woher Zukunft, kennt die ich mich? Gesehen habe. Woher ich kennt habe die mit mich? Dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte dir fragen. Ist was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich Nein, hat er nicht. Ihr habt offenbar viel zu bereden. Sehr viel. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein. Der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Ja, ich möchte nämlich alles wissen. Alles. Oh. Ja. Ich komme irgendwie
Ich weiß noch nicht genau wie, aber... Hey, Mac, kannst du fangen? Nein! Was kannst du überhaupt? Aufkommende Schreckensschreie unterdrücken zum Beispiel. Dann mach das gefälligst auch. Na gut, dann halt. Kannst du fangen? Ja. Ja, aber du kannst nicht werfen. Also vergiss das mal gleich wieder. Fuck you, go. Ach, ihr seid doch alle... Goal ist wieder da. Ach ja. Wie eh und je. Wie eh und je. Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein werden. Ja, halt die Fresse, es ist einfach lustig. Also, ach Rufus. Ding Dong, aufwachen! Was? Wo? Huh? Du musst hier runter, genau. Das ist nicht ein guter Ort da oben. Das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal, du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Nein! Den Bärenanteil, ach was rede ich, den Löwenanteil. Au, den Wolfsanteil. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Ja. Das wäre dann wohl hier. Aber... Nix, aber... Zeitmaschine? Ja, Zeitmaschine. Komm jetzt her. Und du gehst vor. Nimm mal die Frau. Na gut, ich versuch's. Do it. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pumpiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helfe dir. Ich bin ja nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Du hast dir schon oft geholfen und du hast oft verkackt. Eigentlich bis jetzt fast immer verkackt. Drei? Was hast du vor? Na was schon? Zwei? Stopp! Nicht! Zweieinhalb? Wenn, dann wär's eineinhalb. Umbringen. Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins. Do it. Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich? Ich auch nicht. Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Warum hab ich das rausgeschnitten? Okay. Wenn es sein muss. So. Was stehen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Ach, Rufus. So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Oh, Wolf. Das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Haha. Moment mal. Ist das der... Oh. Shit. Jetzt aber. Das ist Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Okay. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Ja. Zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt nicht aufs Brot schmieren? Ich rede gleich. Mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen. Ein alter Hut. Ein neuer. Halt die Fresse, McGronicle! Mac. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Nein, darum geht es in diesem verdammten Spiel. Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Das wäre awesome. Nicht. Moment, Goal! Goal! Himmel, Herbert, noch eins! Sie hat die Zeitmaschine gestohlen. Wie sollen wir denn jemals was hier wegkommen? Was war das jetzt für eine Aktion? Wegkommen? Wozu?
Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuelocks, Schnurrbärte. Moment. Sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja. Anscheinend ja nicht. Ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oh. Was denn? Kann es etwa sein, dass... Erzähl bitte, halt die Fresse, rufst du für... Ich habe oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Aber eine andere Frage... Woher kennt uns Goal überhaupt? Das heißt, wir müssten ja in eines der Paralleluniversen gereist sein, in der Rufus sich gestürzt hat. Weil in der Zeit, wo wir losgereist sind, ist ja alles noch gar nicht passiert gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, wir wären im gleichen Universum geblieben und wären einfach so gesehen 2 Jahre nicht da gewesen. Aber anscheinend sind wir irgendwie genau in das Paralleluniversum gereist, in dem sich Rufus fallen ließ. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich dachte eigentlich, dass wir einfach nur von unserem ganz normalen Universum 2 Jahre in die Zukunft gereist werden und dadurch 2 Jahre gefehlt hätten. Aber anscheinend sind wir in das Universum gereist. Ich habe es oft genug erklärt, ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Aber ja, ich verstehe nicht, was wir falsch gemacht haben. Ich meine, dadurch, dass wir uns fallen gelassen haben, sind doch die Rotoren? Wie nennt man das gerade? Egal, es sind noch die Flügel, sag ich jetzt einfach mal, vom Helikopter oder vom Flugschiff wieder angelaufen und die konnten nach Elysium gehen und konnten das mit Deponia klären. Und dass es auf Deponia Leben gibt. Die Frage ist, wie ist es weitergegangen? Ich meine, dadurch, dass sie den Planeten nicht gesprengt haben, was sie ja nicht getan haben, konnten sie mit Elysium nicht nach Utopia gehen. Ist dann Elysium doch noch abgestürzt? Wäre es doch besser gewesen, den Planeten zu sprengen? Also ich meine, dass Go so drastisch handelt, muss einen Grund haben. Freut mich, wenn wir den rausfinden. So, hier geht nicht viel außer hochgehen, ne? So ein Spielversauer. Wir sind immerhin auf Elysium. Und er verbreitet schlechte Laune, nur weil seine heißgeliebte Raumzeit kollabiert. Allerdings würde ich mich interessieren, was er gemeint hat mit diesem, ob wir der und der sind. Was muss ich übersehen haben? Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. Gut. Gucken wir uns mal um. Das sind Goats Koffer. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Moment. Das lasse ich sowas auf Anhieb. Das ist an dem Tag, als Goal mit Cletus nach Deponia gehen wollte. Wahrscheinlich werden wir uns jetzt wieder als Cletus... Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Gehen wir jetzt nach Deponia mit Goal? Als Cletus verkleidet? Wie sieht's aus? Du armer... Ach, Ronny! Die Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht... Zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät und falls du gar kein Elysianer bist, fahr zur Hölle! In Hölle! Schanke den! Moment mal, ist das Gronkh? Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Hat Gronkh wieder eine Sprechrolle? Du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Huh? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Geh in die Koffer, Rufus. Koffer. Koffer. Danke. Cletus. Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Fucking Cletus. Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was?
Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also? Das war alles was vor dem du? Ersten Ich sage niemals. Wie cool. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Die Waffen der Frau sind Tetten. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Um wen geht's da? Prinzess? Nein. Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichelvaran. Was? Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack. Oh je. Er könnte glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Menschen. Kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du, ich kann da unten sehr nützlich werden. Ich hätte das gern. Wenn du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst. Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den ältesten Rat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Ach, sag schon. Bitte, Cletus. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Ah. Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Was? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du das sind fucking Stiefel. Oh, Cletus. Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Doch. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Oh, ich hasse Cletus. Ich hasse Cletus immer noch. Ich habe ihn schon immer gehasst. Und ich werde ihn schon immer gehasst haben. Ich werde dich noch bereuen, wenn sie nur nicht so heiß wäre. Alter. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Rufus, möchtest du ihn mal eben K.O. prügeln? Du bist schon ein Fuchs. Dass wir mitgehen können. Ich bin nämlich ein Wolf, ich fick dich weg. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Das ist eine gute Frage, bitte. Hier ist die nächste Frage. Da ist immer noch... Oh, süß! Ah, hey, stopp! Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! Kriegt ihr dem echt hinterher? Oh, tschüss! Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goat wissenswert... Nun ja. Wir müssen ihn da irgendwie... Was gebe ich jetzt für einen echten Laser? Wir können Cletus ausschalten, bevor alles beginnt. Was gebe ich jetzt für...
Das gefällt mir. Oh je, ein Rätsel. Jetzt reicht's aber. Komm her. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Böser Pestspeichel, Waran. Zu der er verwirrt ist. Bei Fuß, du Kröte. Wie kann ich denn das umschalten? Gleich wird Papa ungemütlich. Ah, halt. Jetzt hab ich's. Musste eben überlegen. Jetzt reicht's aber. Sind wir schon mal hier. Jetzt hier durch. Komm hier. Im Moment. Habe ich's? Ach nein, das ist die Klappe in die Richtung. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Das geht so auch nicht auf, ne? Böser Pestspeichel, Waran. Halt die Fresse, Klites. Ich hab's! Ich hab's geschafft! Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft! Oh Gott! Oh Gott! Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Oh Gott! Ich hab da jetzt bestimmt was geschnitten, aber oh Gott! Oh! Ich muss Glitches jetzt schubsen, oder? Wenn ich wissenswert. Okay. Wir haben es finally geschafft. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ja, dann steh auf. Nur so als Tipp. Von hier aus. Steh auf. Aber wir können hier noch was unten holen. Hast du noch irgendwas, was man benutzen könnte? Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest. Kein Problem. Auch gut. Das haben wir gleich. Was zum Hau? Jetzt ist er ruhig gestellt. Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Das ist eine gute Frage, aber wie die jetzt genau ist, erfahren wir in der nächsten Folge von Deponia Doomsday. Dann wir sind leider schon wieder am Ende. Es tut mir leid. Ja gut.
Dann wollte ich aber sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Link zur ersten Folge und zur Pressebericht ist unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Und ja, was gibt es denn noch zu sagen? Außer tschüss, Silly.